Ihr seht es hier, ich bin gerade in meinem Büro und ja, hier auch langsam die Sonne kommt raus. Ja, aber es ist saukalt. Es war heute Nacht nur 4 Grad, also es ist einer der kältesten Winter hier in der Türkei seit vielen, vielen Jahren. In Alanya sind wir zum Glück vom Schnee bisher verschont geblieben und auch vom Frost, aber es ist ganz schön kalt. Wahnsinn, ne? Heute wird auch ein spannender Tag. Gleich kommen nochmal Klimatechniker und tauschen die anderen drei Klimaanlagen aus. Ja, die alten werden in Zahlung gegeben. Wir haben hier noch Arçelik-Klimaanlagen, die sind ein bisschen älter. Die sind okay. Also die hätte ich jetzt auch gelassen. Das war ja auch der Plan. Aber die neuen, diese Beko-Inverter-Klimaanlagen, die sind so gut, auch zum Heizen. Die werden auch im Sommer ganz, ganz angenehm sein mit dem Kühlen. Und die Preise sind jetzt noch okay, die steigen gerade auch für die Klimaanlagen. Und wir haben noch für den alten Preis 3 Stück gekriegt. Und jetzt lasse ich die ja austauschen, weil das ist unser Zuhause, ja. Und wir werden hier noch die nächsten Jahre bleiben. Und ich will, vielleicht auch noch länger, ich will, dass das hier perfekt ist für uns, ja. Ich will da keine Kompromisse eingehen. Und wir verdienen gutes Geld. Wir haben ja viel gearbeitet die letzten 20 Jahre, ja. Geackert wie die Wilden. Viel gespart, gut investiert und ja, wieso nicht in Sachwerte stecken, die einem auch noch Spaß machen. Und deswegen werden Klimaanlagen jetzt heute nochmal ausgetauscht. Ja, die Klimaanlagentechniker kamen pünktlich wie die Maurer, also 10 Minuten vor 10. Um 10 wollten sie kommen. Und hier ist unser Schlafzimmer. Ich muss es jetzt mal ein bisschen wegräumen, damit die rankommen. Da ist so eine Art Schalik. Die sind eigentlich nicht schlecht, ja, aber halt, ja, bei den aktuellen Strompreisen, die sind ja hochgegangen, wenn wir dann halt doch sehr, sehr viel Heizen und kühlen. Jetzt haben die hier erstmal angestellt, das ist mein Büro und hier ist noch ein Zimmer von einem meiner Kinder. Und da ist noch eine große, da haben wir auch eine große bestellt, weil das Zimmer halt extrem groß ist. Und jetzt ist hier alles freigeräumt und dann können die hier gleich loslegen. Und ja. Jetzt werden erstmal die alten Klimaanlagen abmontiert, auch mit diesen Außenteilen und alles wird neu installiert, selbst mit den Halterungen, alles wird ausgetauscht. Und die alten Klimaanlagen kommen dann zum Einsatz. Die geben uns quasi eine Gutschrift für die alten und die werden dann woanders eingebaut bei Leuten, die halt zum Beispiel wie wir nicht wissen, ja, bleibe ich jetzt überhaupt länger oder so. Ich will aber jetzt im Sommer mal die Klimaanlage haben. Ich bleibe hier 3, 4 Monate und da ist das ja super, ja. Aber wenn du das ganze Jahr hier bleibst, willst du damit heizen und du willst, dass es leise ist und so. Und wir sind hier auch direkt unterm Dach. Das bedeutet, im Sommer wird es ganz schön, wirklich auch ganz schön warm, ja, dafür wird es im Winter nicht ganz so kalt, ja, weil an den Fußböden ist es bei uns hier nicht besonders kühl, weil wir ganz oben sind. Das hat alles immer seine Vor- und Nachteile. Und jetzt werden erstmal alle alten Klimaanlagen abgebaut und runtergebracht oder in den Flur gestellt. Und wenn das dann erledigt ist, dann werden die neuen dann installiert, ja. Und hier mein Büro, da kann ich sogar jetzt gerade noch ein bisschen arbeiten. Das ist gut, ich habe nämlich heute einiges zu tun. Sitze ich halt hier an dem Computer mit dem externen Monitor und Tastatur und Maus, kann hier meine Arbeit machen und guck dann hier so, ja, raus. Ich habe nicht die schönste Aussicht hier, aber das ist nicht schlecht. Die Sonne knallt rein, sehr schön. Ja, also ich mag es hier sehr zu arbeiten und es klappt gut. Und dann hoch auf das Internet, sonst würde das hier alles ja gar nicht funktionieren, ne? Und währenddessen nochmal schön NRW Live getrunken in der neuen Flasche, die sind sehr geil. Und ja, alles super. Die Handwerker machen gerade Pause. Die haben mir gerade gesagt, sie haben den einen Teil ihrer Arbeit schon abgeschlossen. Sie gehen jetzt mal kurz was essen. Ich hatte ihnen zwar was zu knabbern und auch zu trinken hingestellt, aber ich mache mir jetzt auch mal mein Frühstück und zwar einen Smoothie mit Hafermilch. Da drin sind noch Erdbeeren und Bananen und eine Orange aus dem Hof diesmal hier. Die sind hier runtergefallen vom Nachbargrundstück. Ein paar Rosinen obendrauf und irgendwas. Ach, Leinsamen habe ich noch mit drin. Jo. Und so sieht das Smoothie aus. Ich habe schon einen Schluck probiert. Lecker. Lecker, lecker, lecker. Hier kommt jetzt eine große Klimaanlage hin mit 18.000 BTU, heißt das, glaube ich, ne? Auch so ein Inverter von Beko. Und die Handwerker, die sind ja, machen ja gerade mal eine Pause. Und so sieht das dann auch aus, wenn man dann hier zwischendrin das hat. Und ja, das wird alles hier mit sehr viel Liebe zum Detail installiert und ja, bin ich mal gespannt. Dann haben wir dann 6 sehr gute Klimaanlagen, alle von Beko, alle A++. Und dann sind wir hier für die nächsten Jahre gerüstet, ob es jetzt kalt wird oder warm wird oder was auch immer. Wie man hier sieht, es ist wirklich kühl. Ich setze mal meine Kapuze auf und ja, aber ja, trotz alledem, die Sonne ist da und das ist ein schönes Wetterchen, aber es kann sein, dass es in den nächsten Tagen sogar noch ein bisschen kälter hier wird. Also ich nehme mal an, dass wir so tagsüber
jetzt vielleicht wirklich auch runtergehen auf 6, 7 Grad und nachts so wirklich auf 2, 3. Also gut, dass wir dann auch die Klimaanlagen hier noch zusätzlich haben, die Radiatoren. Und dann in der Woche oder zwei wird das dann sich zum Frühling wieder bewegen. Und der Winter wird dann langsam vorbeigehen, da freue ich mich schon drauf. Der Winter dieses Jahr ist hier wirklich so hart wie seit vielen Jahren nicht. Der Rest der Türkei ist halt sehr, sehr viel Schnee. Und hier zum Glück nicht, obwohl man, da oben gucken wir mal hin. Ihr seht es, da oben ist jetzt auch Schnee auf dem Berg in der Nähe. Naja, das ist nicht so viel höher, als wir hier sind. Es kommt doch hierher. Ich hoffe, es bleibt ein Stückchen weg. Ja, bei unserem Fahrstuhl geht gerade das Licht nicht. Viel Spaß beim Runterfahren. Man muss dann die Augen zumachen, das geht schon. Hier liegen die ganzen Sachen. Die räumen hier immer ziemlich gut auf, die Türken. Ja? Also wenn die Handwerker, also die meisten. Ja? Der eine fegt jetzt gerade alles zusammen, bringt alles hier vor die Tür. Haben ja vorhin schon mal Sachen runtergebracht. Und jetzt wird alles zu Ende angeschlossen. Dann testen wir das gerade nochmal. Klimaanlagen, die hier sind gerade fertig geworden. Jetzt machen wir alle Klimaanlagen auf Full Power mal, um die Butze hier mal wieder warm zu kriegen. Jetzt ist nämlich die ganze Wohnung ausgekühlt. Das war die jetzt in meinem Büro. Das ist jetzt die hier im Schlafzimmer. Und hier ist noch eine in dem kleinen Kinderzimmer. Die läuft auch. Ja, ja, sehr schön. Also jetzt haben wir 6 Klimaanlagen von Beko. Alles in Wert der Klimaanlagen, A++, super. So, wir sind jetzt in die Burgblickwohnung gegenüber gegangen und da treffen wir uns mit unserem Bauleiter und wollen was aussuchen. Und da sind wir. Jetzt sind schon einige Handwerker hier. Wir haben uns ja gestern im Prinzip erst hier getroffen, um mal zu besprechen, dass wir das überhaupt renovieren wollen. Hier geht es mit einer affenartigen Geschwindigkeit, wenn du die richtigen Leute hast. Ne? Jetzt sind die Leute schon da, die das Laminat legen. Es wird alles ausgemessen, damit ein Angebot erstellt werden kann. Ihr habt teilweise geschrieben, bestellt hier die Fliesen so schnell es geht. Hat er auch gerade gesagt, die Preise gehen gerade hoch für Fliesen. Da muss man jetzt wirklich gucken, dass wir schnellstens Fliesen und Laminat und das Holz einkaufen für die Küche. Sonst wird es zu teuer. Und müssen wir einfach jetzt Gas geben, ne? Die Woche, wir wollten auch übers Wochenende, nächstes Wochenende gerne wegfahren, über ein verlängertes, weil die Kinder haben Ferien und das wird nichts. Also wir werden die Zeit jetzt erstmal hier nutzen, um alles zu bestellen, alles auszusuchen, alles zu planen. Und wenn das ist, dann können wir jederzeit mal ein verlängertes Wochenende mal nach Antalya oder so. Außerdem wird es jetzt zu kalt. Hier ist es ja schön, aber irgendwo überall anders schneit es, ja. Deswegen lieber jetzt mal kurz fokussieren hier auf die Renovierung dieser Wohnung hier. Was wir auch machen werden, hier ist eine Schiebetür, die den Flur trennt hier von dem Wohnzimmer. Und das ist halt so viel aus Privatsgründen nicht so schön, weil man hört dann doch immer, wenn hier jemand zum Beispiel Fernsehen gucken würde, wenn da mal ein neuer Fernseher ist oder so. Und deswegen machen wir diese Schiebetür hier weg, machen da eine richtige Tür rein, damit man hier wirklich so eine Privatsphäre hat. Hast zwei Schlafzimmer noch auf der Ebene und ein Bad. Und wenn man nach oben geht, hat man eine andere Wohnebene, wo nochmal zwei Schlafzimmer sind mit einem Bad und nochmal zwei Balkonen. Also dass man das so ein bisschen wirklich Privatsphäre hat, gerade wenn verschiedene Familienmitglieder da sind. Und jetzt geht's ja so ein bisschen los und wie macht man die Küche hier und so. Und ja, wird alles cool. Und da geht es jetzt auch wirklich darum, gute Preise zu bekriegen. Er hatte mir gerade nochmal gesagt, wir versuchen dann die Klimaanlagen vielleicht zusammenzukaufen mit den ganzen Küchengeräten und so. Müssen wir nochmal schauen. So, jetzt geht es ja schon darum, wer soll eigentlich welchem Zimmer wohnen und so. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu beantworten und so. Aber ja, also es geht jetzt hier schon voll. Also die Schreiner sind da und der das Laminat legt, die Tür macht und so. Voll cool. Und hier hat man einen tollen Ausblick. Also man darf hier nicht viel Höhenangst haben. Ich habe ein bisschen Höhenangst, aber habe die über die Jahre überwunden. Ne? Hier hat man auch einen ganz wunderbaren Ausblick hier auf die Berge. Und da drüben halt hier auch nochmal aufs Meer, selbst auf der Seite hier, schönen Ausblick und so. Also tolle, also wirklich eine ganz tolle Wohnung, die sich meine Schwiegereltern hier ausgesucht haben. Eine ganz tolle. Schwiegermutter hat auch ein gutes Bauchgefühl, muss man wirklich sagen. Die geht rein. Ich glaube, sie hat nicht mal 5 Minuten gebraucht, aber ich will die Wohnung haben. Und gute Wahl. So, ich muss jetzt gerade warten, deswegen filme ich nochmal hier. Also ich sitze hier, man sieht es jetzt nicht so gut. Also ich sitze hier auf einer Couch, die ist nicht so schön, aber sie steht halt drin, nicht mehr lange. Ja? So, und ich sitze hier in Küche, Wohnzimmer, und man sieht das ja hier, das ist so eins. Und ich gucke hier einfach nur so raus und jetzt mal zoomen mal ganz gut auf dreifache Vergrößerung. Wupp, und was sehe ich hier? In der Küche, und das ist so geil, ne? Und dann würde ich hier aufstehen und man würde hier kochen und man guckt immer mal wieder so, oh, guck mal, wie das da draußen aussieht. Und dann gehst du halt dann so mal
dann, wenn es ein bisschen Frühling ist oder Herbst ist, komm, wir setzen uns erstmal kurz hier raus, trinken unseren Morgenkaffee hier draußen und dann bist du halt hier und guckst raus und siehst alles. Also das ist, also man muss wirklich, also wenn man sowas erwischt, das ist natürlich sehr selten. Das war wirklich auch noch ein mega Glücksgriff. Da muss man, wenn man die Möglichkeiten hat, muss man zugreifen. Ne? Und dann ist es besser, hier noch ein bisschen Geld reinzustecken, das Ganze zu modernisieren, zu renovieren, als dann zu warten, bis man das perfekte Objekt findet, was wo alles schon fertig ist. Ne? Also es war eigentlich sehr, sehr gut. Und dann geht man halt hier wieder rein und hat dann wieder so eine Ruhe. Und das Gute an der Wohnung wirklich ist, also die ganzen Türen und Fenster sind wirklich eine gute Qualität. Und wir haben hier fast überall, haben wir auch Rollos. Ja, natürlich Vorführeffekt erwische ich den, der gerade nicht geht, aber die lassen wir alle reparieren. Wir haben Rollos, Fliegengitter und gute Fenster und Türen nach außen und das ist super. Was hier auch gemacht wird als eine der nächsten Sachen, hier wird eine Firma kommen, die gebrauchte Sachen kauft oder halt auch als Sperrmüll abholt oder halt zum Verschenken. Ja. Und er hat gesagt, hier sind teilweise wirklich noch ganz gute Sachen drin. Die Küche würde hier abgebaut werden und irgendeine Familie in den Bergen ein bisschen mehr. Die würde sich dann sehr freuen, sowas sehr, sehr günstig dann von so einer Firma zu erwerben. Und das wird also auch nichts weggeschmissen oder so, sondern hier wird alles abgeholt und anderen Leuten wieder zur Verfügung gestellt. Teilweise müssen die Leute noch eine Kleinigkeit dafür bezahlen. Teilweise wird es auch dann verschenkt, ja. Aber das wird alles über eine Firma hier abgewickelt. Der Bauleiter meldet sich dann da bei denen und dann wird das alles besprochen. Was gibt's noch hierfür, was gibt's noch dafür? Und meistens kriegt man ein bisschen was und die nehmen halt alles mit und dann ist die Wohnung halt leer zum Renovieren. Es macht einfach Spaß, diese ganzen Immobilien-Sachen Sachen auszusuchen, gucken, was man besser macht. Wir sind ja hallo dem today. Hallo! Ja, genau. Alles klar. Alle zusammen werden. Ja, wir planen gerade nochmal Küche und Türen und sowas. Wir sind jetzt in so einem Shop hier in Kestel und da gibt's alles Mögliche. Jetzt suchen wir uns gerade hier alles Mögliche aus, damit die sofort loslegen können mit dem Fertigung der Küchen, der Türen, allem Möglichen, was jetzt halt geplant wird. Weil wir haben jetzt wirklich eine Deadline zu halten. Also wir haben im Prinzip nur 4 Wochen Zeit, die gesamte Wohnung zu renovieren. Und wir werden uns Mühe geben, das auch zu schaffen. Gut, wir sind jetzt spontan mal ein bisschen was aussuchen gefahren. Ja, und es wird die nächsten Tage so weitergehen. Komm mal mit, wir müssen mal das aussuchen. Komm mal mit, wir müssen das aussuchen. Gott! Ist das aus dem Rücken. Und ich muss noch meine türkische Hausaufgaben machen, die hat ja noch nicht. Ja, gemacht. Und ich muss auch noch arbeiten. Wir haben alles weggeschoben wegen den Klimaanlagen. Das müssen wir gleich mal sauber machen und zurück. Ja, sauber machen. Und Abendessen muss ich auch noch machen. Und ja, mal gucken. Einkaufen muss ich auch noch rausmachen. Ja, genau, stimmt. Gut, bis ich viel heute. So, deswegen beenden wir das jetzt mal hier, damit wir das irgendwie überhaupt fertig kriegen. Scheiße, schon 17 Uhr. Oh Gott. Ja, bis bald.